So, herzlich willkommen, das ist jetzt Session Nummer 2 von Hearts of Iron. Es ist einiges passiert. Die letzte Aufnahme war 14. Juli 1937. Da habe ich zumindest die Aufnahme unterbrochen. Schweden, Norwegen und Finnland ist eingenommen worden. Polen ist überrannt von der Sowjetunion. Und das war eigentlich schon großteils alles. Wir befinden uns jetzt im totalen Krieg. So schön, so langweilig. Und als nächstes wird jetzt Frank groß in den Angriff übergehen, während ich die französische Linie halten werde, zumindest mit 25 Truppen und EPS. Ja, die können euch auch jetzt selbst erklären, was sie vorhaben. Legt doch mal los, bis wir starten. Na gut, meinen Masterplan hast du ja schon verraten. Ich werde Tschechoslowakei übernehmen und hoffentlich kann ich dann endlich Italien ins Bündnis rufen. Weil sobald Italien im Bündnis ist, wird Jugoslawien, Rumänien und so weiter, Bulgarien, vielleicht auch Griechenland, mal schauen, fallen. Ja, und dann schauen wir weiter. Genau, wichtig ist, dass wir Italien ins Bündnis kriegen, dann geht's ja. Den dreckig. Weil wenn wir vorher Krieg erklären gegen Bulgarien oder Jugoslawien zum Beispiel, dann kann es sein, dass er in Italien das Novo Imperium Romanum bildet. Und das wäre der Super-GAU. Das wäre schlecht, ja. EPS, was willst du? Ja, ich werde mich jetzt nach kurzer Vorbereitungszeit von dir in den Krieg ziehen lassen. Und danach werde ich französisch Indochina einnehmen, weil das ist nicht besetzt, soweit ich gesehen habe. In Britisch-Indien vorrücken, Singapur einnehmen und gucken, ob ich Sharkys Flotte irgendwo finde bei mir. Das hört sich auch gut an. Ja, soweit so gut. Thema Britisch-Indien. Wir könnten einen Staatsstreich starten. Wenn ich jetzt zum Krieg komme, bin ich sowieso im Krieg mit denen, also ist das relativ sinnlos. Ich meine nur, sollte dein Fortschritt stocken, wovon ich nicht ausgehe, gibt es immer noch die Option, ein Staatsreich zu starten. Das wäre sogar nicht schlecht, weil die haben ziemlich viele Einheiten, glaube ich. Und die haben an der Grenze 5 Divisionen stehen gerade. Ja, aber die könnten viele hochziehen, oder nicht? Ach, die haben nur 16 Divisionen. Ja. Kannst du das aber verteidigen, wenn du es einnimmst? Das ist die andere Frage, aber das werden wir sehen. Ja, gut. Dann werden wir dann... Ist halt so, müssen wir schauen. Ach so, wir dürfen nicht vergessen, wenn ich im Krieg bin, brauche ich Waffen von dir. Ach ja, genau, natürlich. Waffen sollten überhaupt kein Problem darstellen. Ich habe gerade 61.000. Ich werde dann auch die... Muss ein bisschen umschwenken, dann 39 kommen doch die... Besseren, die Waffen 2. Muss meine Produktion ein bisschen umschwenken, dann... Okay, also André, dann, wenn es weiter deine Truppen an der französischen Grenze sind, trete ich in den Krieg an. Genau, ich muss nur noch Polen hier befrieden und dann ziehe ich mal, vergessen, 21, sind wenig, 24, 21 Truppen ziehe ich rüber. Ach, das langt, Dicke. Okay, dann habe ich noch 21 frei als Intervention irgendwo. Hallo? Ja, wir können schon loslegen, wenn ihr das seid. Ja, also wir sind auch schon soweit, ja. Ja, dann let's go, würde ich sagen. Viel Spaß und nicht zu viel Erfolg natürlich. Immer ein bisschen shooten. Muss man ja, oder? Muss ja wieder beginnen. The show must go on, sage ich dann auch. Pause. Dein Ernst? Das ist jetzt lächerlich, Frank. Geht's noch, oder was? Das ist jetzt auch lächerlich. Willst du mich verarschen, oder was? Der verarscht uns auch. Moment. Jetzt weiter. Erzähl doch weiter. Ich hab nicht die Option. Ich kann mir ganz Polen schnappen. Aber das machen wir natürlich nicht. Aber dir würde es vielleicht besser, für dich würde es vielleicht besser sein als für André. Das lassen wir. Dann müsste ich hier nicht Angriffspakt mit der Sowjetunion brechen. Nein. Hol Italien zuerst und den Rest greifst du jetzt einfach an. Nein, aber... ich. Wir machen so. Wir weitermachen? Okay. Ja, geht weiter. Perfekt, sehr schön. Geht weiter übrigens. Geht weiter übrigens. Hab ich doch gesagt, oder? Es geht weiter. Es geht weiter. Hab ich sie am Schuh? Richtig, ich glaube, es geht weiter. Es könnte eigentlich weitergehen.
Sehr gut, ja. Ich habe hier oben Danzig. Aber ist das Danzig? Hast du alles bekommen. Aber es ist ja wurscht, wir können es ja aufteilen. Sobald ich im Krieg bin, genau. Könnt ihr die Bitte abtreten. Ich habe das bekommen, was ich erobert habe, quasi. Hättest du den Rest hättest du alles erobert, dann würde ich die Hälfte bekommen, weil ich mich an den Nicht-Angriffspakt gehalten habe. Ja, genau. Die stoßen wir hier noch raus. Aber es ist eh gut, dann habe ich ein paar Fabriken mehr zum Produzieren jetzt. Und ich habe 127 zivile und 100 Militärfabriken. So, was machen die denn da? Du musst schreien, wenn wir dich rufen müssen, oder wenn wir dich rufen soll, wenn ich dich rufen soll, EPS. Ja, mach ich. Das macht den USA, ein bisschen nachschauen. Bureau of Ships. Ja, wenn wir das machen, müssen wir dann halt wirklich in den Angriff auch übergehen. Wir müssen sie bedrohen, damit sie dann nicht so rumgammeln können. Wir haben hier zwar Befestigungen, aber wichtig ist, dass wir sie in Italien treffen. Ja, aber ich werde nicht durch die Maschinenlinie marschieren, das ist... Ich denke, ich wäre soweit. Wirklich? Jetzt schon? Okay, Moment. Ja, ich muss da nicht viel vorbereiten, ich brauche nur dann direkt die Waffen. Ja, die kann ich dir doch jetzt schon schicken, oder? Ah, nein, geht nicht. Nur erst, wenn ich im Krieg bin. Damit, stimmt. Problem hatten wir doch schon. Soll ich Deutsches Reich? Deutsches Reich rufe ich noch nicht. Nur nee, Japan. Nee, ich trete den Krieg selber bei. Okay, ich rufe Japan jetzt in den Krieg. Warte, noch nicht draufklicken, dass du es hast. Ich will kurz bei den Waffen schauen. So, jetzt dreht ein. So. Bin gespannt, ob der Plan so aufgeht. Leibacht beginnen. Dann schicke ich dir... Wer hat pausiert? Pause, ja. Achso. Ich möchte einmalig, möchte ich dir 30.000 abgeben, ist das okay? Okay. Das ist, bin in den Krieg beigetreten und ich habe direkt die erste Seeschlacht. Sehr gut. So. Sende dir 30.000 Waffen. Das wird jetzt... ich glaube, du hast es gut. Bitte weiter mit einfacher Geschwindigkeit. Sehr gerne. Ja, was? Warum denn? Seid ihr auch soweit? Ja. Ready. Oh, jetzt geht's aber im Pazifik rund. Ich glaube, ich habe direkt die Flotte gefunden von Sharky und Jarvin. Echt jetzt? Das sind nur wenige von Jarvin Schiffen, ein Flugzeugträger und vier Kreuzer. Ah, was geht's eigentlich nicht? So, ich mach schnell mega Verlegung. Also momentan sind es 175 meiner Schiffe gegen 132 seiner. Okay, ja, ich hoffe, deine sind stärker. Ich hab 11 Schlachtschiffe und die 8. Riesige Schlacht. Scheiße, ich hab falsch verlegt, ich Idiot. Stopp. Ich verlege meine... Oh, der Fall von Hongkong. Bist du das gewesen? Ja, Hongkong war nicht besetzt. Sehr schön. Ich verlege jetzt meine Verteidigungsarmee. Die muss ich noch umbenennen, damit das ja Verteidigungsarmee. Und die heißt nicht Armee 2, sondern... Westfront Frankreich. Ja, Westfront Frankreich Bataillon. Die verlege ich jetzt an die Grenze. Sind 24, sind gemischte Truppen. Also sind Panzer dabei, alles ein bisschen. Oh ja, ich warte, sobald die da sind, geht's los. Sehr gut. Meine blaue Armee ist... Boah, wie nenne ich das? Vaterlandsverteidigung. Sehr martialisch. Ja, man muss ja, man muss ein bisschen Stimmung machen. Das geht nicht von alleine. Das ist meine blaue Armee. Also alles, was blau ist, ist Vaterlandsverteidigung. Das sind jetzt 108 Divisionen momentan.
Derek, wie läuft die Seeschlacht? Die sind noch nicht gefecht. Die gucken sich momentan an. Ah. Aber deine DDs ziehen ziemlich nach vorne. Kannst du die eigentlich steuern? Nee, oder? Ja, ich kann nur zugucken. Zugucken und beten ist eigentlich ein sehr wichtiges Gefecht gerade. Ja. Ja. Hätte nicht gedacht, dass es direkt zu so einer riesigen Seeschlacht kommt. Nichts? Hab mir sowas in die Richtung habe ich mir schon vorgestellt, weil ich mir gedacht habe, Schalke wird verlegen. Und dann ist halt die Frage, wo ist es schon? Also wo sind sie? Ah, die Türkei ist schon 34% faschistisch. Gefällt mir. Also, da geht's ganz schön rund, für Seeschlacht. Wir schießen aufeinander. Wir haben beide einen Zerstörer verloren. Das ist ja. 6 DDs gegen 2 Zerstörer. Die haben sich aus Bergen zurückgezogen. Wir haben 9 Zerstörer verloren, ich 3. Ja, in Oberbergen. Ja, ja, mach ich. Ich baue da Flugzeuge und setze dann Jarvin unter Druck. Ich muss, brauche nur Gummi. Es ist in 80 Tagen. Ihr müsst sagen, was ihr braucht. Ich habe freie Militärfabriken, sehe ich gerade. Artillerie. Ja, Artillerie ist gut. Gezogene Arti, oder? Darwin ja. Hat einen schweren Kreuzer verloren. Ich bisher nur Zerstörer. Halte uns auf dem Laufenden, was passiert. Schlacht vom südchinesischen Meer. Der nächste schwere Kreuzer ist zerstört. Boah, du hast schon 35 DDs verloren. Ja. Na gut, die haben insgesamt 32, also. Das ist quasi deine gesamte Flotte. Wenn die stirbt. Das ist aber auch Jarvins gesamte Flotte. Na gut. Ich sehe es. 191 sind wir, oder? Ne, die verlieren weniger Schiffe, aber kommt mir das nur so vor. Ja, weil Jarvin und Sharky hier sind. Ah, scheiße. Wir verlieren mehr Zerstörer. Jetzt raus ist deine Westfront-Armee in Stellung. Ah, ist ein weites Land. Ah, sie ist da, sie ist angekommen, jetzt verteile ich sie nach. Ja gut, dann greife ich schon mal an, weil... Das passt schon. Готов выдвигаться. Слушаю. Ein Panzerli im Wald. Внимание. Ja gut, die greifen mich jetzt eh nicht an, oder? Stopp mich, dass sie angreifen. Ah, und wenn, ich hab da noch 18 Truppen, die sollten doch ausreichen. Смирно. Выходим. Ah, ich kann Italien ins Bündnis rufen. Sehr gut. Oh, das tut gut. Sofort ins Bündnis rufen, dann greifen sie nämlich an. Dann rufen wir sie auch in den Krieg. Ah, meinst du? Doch, dann haben sie Mittelmeer. Also nicht gegen Frankreich, sondern nur... Oder warte noch. Ja, warte noch, warte noch. Ich weiß nicht, Boah, nee, lass uns den totalen Krieg jetzt ausrufen, so wie wir es wollten. Pff, meinst du wirklich?
spielt. Ich bin immer noch überlegen, ob ich Ungarn in die Axtmächte rufen soll oder nicht. Nee, was hat das an Zivilfabriken? Das hat 21 Zivilfabriken und 9 Militärfabriken. Ich glaub, wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie in die Axtmächte rufen. Wenn du sie brauchst, dann erober es. Puh, ich meine, lieber haben als brauchen, oder? So sieht's aus, dann eroberst du es. Aber dann erklärst nur du inneren Krieg und weißt du. Ja. Kannst du, wenn du willst, bitte angreifen. Naja, es ist momentan kein großartiges Bedürfnis. Ich baue nämlich gerade eine Armee auf. Aber es läuft noch nicht so, vor allem die motorisierte Sparte läuft nicht und ich habe immer noch keine Pack. Aber ich werde auf jeden Fall dann unten hier. Wie läuft die Schlacht? Wir werden verlieren. Das ist schlecht. Haben wir einen Plan B? Überall sonst gewinnen. Ja, eben. Also, dann totaler Operation, totaler Krieg. Also, was ist jetzt schiefgegangen? Nur diese Seeschlacht, das heißt, du hast keine Hoheit mehr. Das heißt, sie können jetzt quasi da schalten und walten, wie sie wollen. Naja, bisher habe ich nur schwere und leichte Kreuzer und Zerstörer verloren. Die Schiffe sind alle noch intakt, die kämpfen auch noch, aber es sieht nicht so gut aus. Okay, hast du viele Marinebomber? Ja, natürlich. Und Jäger? Ja, auch. Dann starte jetzt alle deine Flughäfen, die du an der Küste... Die sind schon in der Luft. Ah, perfekt. Dann sollte die Flotte Stück für Stück dezimiert werden. Ich werde dann auch ein bisschen produzieren, um da... Na, die Seeschlacht läuft ja noch. Ich kann mich ja dummerweise nicht zurückziehen, es gibt ja keinen Lob dafür. Ach so, ja, stimmt. Doch, man kann, glaube ich, auf komplett abbrechen gehen. Nee. Kannst nur zugucken. Dann kriegst Ungarn fingiert gegen... Was? Werden Kriegstiere gegen uns oder Alliierte fingiert? Vereinigte Staaten fingieren gegen Japan. Ach so, das ist sehr vorbei. Ach, du landest in Singapur? Ja. Ah, sehr gut. Polen hat da noch was. Will Polen nicht verarschen. Hä? Moment. Wollen wir mal unsere Kriege zusammenlegen? Noch nicht. Wir sind nicht alle mit allen im Krieg. Du bist nicht mit Frankreich im Krieg. Und Italien ist auch nicht mit Frankreich. Doch, ich bin mit Frankreich im Krieg. Ich bin mit... Ich bin der Pariser Kommune im Krieg. Ich bin mit Frankreich im Krieg. Ja, dann warte noch. Weil ich kann mich von den Gebieten nur, abtreten, wenn wir im, im selben Krieg kämpfen. Ja. Hier das kleine Stück Polen müssen wir rausradieren. Dann ziehe ich meine 18 Einheiten weg. Ja, das sind mehr nämlich mit. So. Und zieh sie nach Norditalien und dann sofort Frankreich angreifen. Gut, noch ist Italien nicht im Krieg. Genau. Das auf 1, das ist halt das Problem, das ist so ewig brutal langsam. Was machen die denn? Puh, keine Ahnung. Also ich sag mal, die Großkampfschiffe sind noch da bei mir. Ist gut, gut. Dann sichert ihr doch erst beim Hafen, oder? Ja, ich schicke die gerade zurück. Flugzeugträger habe ich alle noch und die Schlachtschiffe ist nur eins gestorben. Der Landung in Singapur sieht aber gut aus. Ja, noch? Ich muss auch bei den Hafen bekommen. Kann man nur auf 1 spielen, das ist Quatsch. Das ist brutal, oder? Aber ich gewinne die Schlacht oben gegen die Pariser Kommune zumindest. 18 Schiffe. Oh, sieht jetzt schon nicht mehr so gut aus. 16, 17.
Ich hatte komischerweise noch kein Seegefecht. Doch, du kämpfst gerade gegen Schweden in der Nordsee. Was? Tatsache. Na, so schnell geht das.